Radio Bremen bringt als Hörspiel der Woche Das Haus am See von Wolf-Dietrich Schnurre. Es war einmal ein See. Der See wurde von einem breiten Schilfgürtel umgeben. In diesem Schilfgürtel lebten eine Menge Vögel, Enten, der Teichrohrsänger oder Kerikik, wie ihn die Leute dort nannten. Und ein ganz besonderer Vogel, dessen Ruf dumpf und geheimnisvoll klang, wie eine Baumstammtrommel, auf der die Neger sich von Kral zu Kral ihre Geheimbotschaften mitteilen. Den Moorochs nannten die Dorfleute ihn. Die Rohrdommel. Ein Wesen, scheu und allgegenwärtig zugleich. Starr aufgeregt, wie ein Pfahl entdeckte man es. Aber auch wenn er sich unbeobachtet glaubte, von einer Aufmerksamkeit besessen, als wäre ihm nicht nur der See, sondern die ganze Natur zur Bewachung anvertraut worden. Der See lag inmitten einer ausgedehnten Luchlandschaft. Sie war baumlos, mit Sauergras, Binsenkummen und allerlei verlandeten Sumpfpflanzen bewachsen. Hier trieben die Kiebitze ihre Paarungsspiele. Unterm Binsenschopf funkelte der Honigblick des Brachvogels auf. Lerchen hatten ihre Tonleitern an die Wolken gelehnt. Und mittags schraubte sich mit rostigem Schrei der Bussard zur Sonne hinauf. Nach Norden zu ging das Luch in einen schütteren Kiefernwald über. Südlich wurde es von einer staubigen Straße begrenzt, auf der abends die Kühe ins Dorf zogen und tags manchmal ein einsames Fuhrwerk den Mut aufzubringen versuchte, schadlos in die Kreisstadt zu gelangen. Das Dorf hatte nichts Außergewöhnliches an sich. In der Bürgermeisterei roch es genauso nach Schimmel und bitterem Amtsstubenholz wie in den Bürgermeistereien anderer Dörfer auch. Das Dorf lag etwa 2000 Meter südwestlich vom See. Zwischen Dorf und See lag ein Haus. Es war mit einem etwas verwilderten, aber gut gedüngten Garten umgeben. Sein Dach war schadhaft, sein Schornstein auch. Außerdem war es noch mit einer Glasveranda versehen, deren Scheiben teils zersplittert, teils mit künstlichen Lilien und mildblickenden Nixen versehen waren. Bewohnt wurde das Haus von zahllosen Hühnern, einem Mann. Wollt ihr mal aus den Erdbeeren raus, Mistkratzer, verdammte! Seiner Frau. Musst du denn immer so eine Wärter gebrauchen, Tom? Und ihren Kindern. Zimtziege, Zimtziege, Zimtziege. Wirst du mal von den Puppen weg? Puppentrine, Puppentrine. Da hast du was von wegen Puppentrine. Oh, 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 oh. Beine stoßen ist gemein auf. Oh. Je, jetzt hört ihr das an. Das kriegst du, wieder, wenn du mich nicht zufrieden lässt. Das will ich dir nochmal hinzahlen. Immer noch quetschig, der Ton. Was? Ich meine, das Mundstück ist noch zu schmal. Ist doch quetschig, hörst du das nicht? Zimtziege, verdammte! Gleich kriegst du noch eine gebrannt. Oh, wirst du wohl, Güssel? Wenn er doch meine Puppenschnurrbärte anmalen tut. Anmalen tut, sagt man nicht. Man sagt anmalen. Merkst du dir das? Die und sich was merken. Du bist ruhig. So eine Wörter wie Zimtziege. Wo hast denn das her? Ein Modewort, Mama. Sagt man jetzt so. Igitt, gucke, wer da angesaust kommt. Der Grüne mit seiner Glatze. Bist du verrückt? Der Gendarm. Wenn der das gehört hat. Hey, hallo! Hallo, Tom! Was der wohl will? Der schwitzt. Der ist im Dienst, wenn er schwitzt. Ein Brief tut er schwenken. Quatsch, das ist eine Rotzfahne. Da sagst du besser Taschentuch zu, ja? Tom! Hey, hallo! Hallo, Tom! Und ist doch ein Brief. So, ich glaube, jetzt stimmt's. Hört mal.
Na? Du, der kommt wirklich zu uns? Der kommt heute zu jedem. Zu jedem? Wieso denn zu jedem? Na, sag mal. Habt ihr nicht den Anschlag gelesen im Dorf? Ein Anschlag? Was denn für ein Anschlag? Am Spritzenhaus klebt er. Bekanntmachung steht drüber. Bekanntmachung? Und habt ihr wohl gar keine mehr im Kopf drin, hä? Hier, da hätte ich ein Schreiben von der Ortskommandantur. Wie siehst denn du aus, Pete? Vielleicht wischt ihr dir mal die Nase, ja? Wenn ich doch kein Taschentuch hab. In die Regentonne hat das geschmissen. Die Pinze bist du, damit du es genau weißt. Also, was ist nun? Nimmst du den Schnips jetzt oder nimmst du ihn nicht? Los, ab und die Hände gewaschen. Och, schon. Da siehst du mal, was ein Held ist. Ich tue sie mir freiwillig waschen. Ich hab gesagt, dass es ein Schreiben von der Ortskommandantur ist. Hat Mama dir nicht gesagt, du sollst dir die Hände waschen? Geh ja schon. Was sagst du? Ein Schreiben? Ein Befehl meinst du? Ja, wegen mir auch ein Befehl. Jedenfalls nimmst du den Schnips jetzt oder nimmst du ihn nicht. Mama, der klaut eine Kartoffel. Selber eine Klauliese. Also nicht. Schön. Kannst dich auf was gefasst machen. Den hast du aber wütend gemacht. Weg ist er mit seinem Schrieb. Jei, jei, wenn das bloß gut geht. Reinkommen, Essen wird kalt. Ja, ja, kommen ja schon. Kohlrouladen. Habe ich recht, Rötchen? Mhm. Viel? Wenig? Bitte. Reich mir mal den Teller rüber, Mama. Bitte, mein Kind. Nachher musst du übrigens noch mal die Flöte probieren, hörst du? Mhm. Los, esst jetzt. Piet! Komm ja schon! Ob ich heute die Reusen nachsehe? Na, und der Schrieb, den der Gendarm gebracht hat? Ach so, der. Mahlzeit. Zeig deine Hände, Pitt. Hm. Hast du denn wenigstens eine Ahnung, was drin stand? Nächste Mal machst du dir wenigstens die Nägel sauber vorm Essen. Was drin stand? Na, was schon? Der Landsturm soll ran. Na, die zeigen's dem Boschen dann aber, was, Papp? Trauer ran, trauer ran. Gleich hau ich dir die Gabel ins Kreuz. Hau doch. Aber du doch nicht, Tom. Hm? Diesmal sollen es alle sein. Tust du mir noch mal zum Fußlappen auf, Mama? Hast du eben Fußlappen zu dem schönen Weißkohl gesagt? Ich? Der lügt wie's Radio. Radio, da fällt mir auch der Text wieder ein. Text, Papa, was denn für ein Text? Na, der von der Bekanntmachung. Na und? Angesichts des Ernstes der Lage sieht sich die Reichsregierung gezwungen. Ja, was stimmt das, Papa? Dass die schon vor Paulinenstadt stehen? Vielleicht kaust du erstmal den Mund leer, ja? Man red nicht mit Kohl im Mund. Immer dasselbe. Der hat nie gewusst, was sich gehören tut. Tun sagt man nicht. Kannst dir auch endlich mal merken. So. Schön hat das geschmeckt. Wirklich, Trude. Hm. So, jetzt noch eine kleine Verdauungsmusik. Ja, stell mal das Radio an, Pitt. Schön kann's nicht schmecken, schön kann's bloß aussehen. Sollst du das? Deinen Vater verbessern? Los, mach Musik. Da habt ihr eure Musik. Und so hat die Reichsregierung sich heute entschlossen, den Volkssturm zum Schutze der Heimat und zur Unterstützung der Wehrmacht zu verbessern. Am Nachmittag nahm ich den Fischsack und ging mit dem Jungen zum See. Im Westen flimmerte noch ein unruhiger Streifen Hitze überm Luch. Der Osten hatte sich schon die Abendgardine vors Fenster gezogen und silberbäuchige Kiebitze schossen vor dem Vorhang Kobolds. Der Kahn war wie immer voll Wasser. Wir schöpften ihn leer und ruderten los. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Mir war, als hätte der See sich auf einmal verändert. Nicht sichtbar, aber es lag was über ihm, das ihm seine Unbefangenheit nahm. Irgendwas Abwartendes,
Angespanntes hatte sich auf ihn gesenkt. Sogar den Vögeln merkte man's an. Selbst der Wind wartete ab. Die Seefläche war so glatt, als die Kahnspitze sie ritzte, dass man sich wie ein Einbrecher vorkam, der mit dem Glasschneider eine Schaufensterscheibe zerschnitt. Plötzlich sprang jedoch eine Brise ins Schilf. Und im selben Augenblick war auch das Geräusch zu hören. Was ist denn das für ein Krach, Papp? Pass lieber aufs Steuer auf. Da liegt der Reusenkorken. Ich sag, was das für ein Krach ist. Ich höre nichts. So, stopp. Ui, alles voll Barsche. Und der ist zu klein. Der auch. Der geht. Der ist Nachwuchs. Mensch, weißt du was, Papp? Die schießen. Du kannst nicht vielleicht mal eine Minute lang stillsitzen, ne? Papp! Hey, hallo, Papp! Papp! Hörst du denn nicht? Güssel schreit. Erst machst du mal den Fischkasten zu. So. Jetzt setzt du dich hin, dass ich rudern kann. Was ist denn los, hä? Nicht, da hast du Schiss gekriegt, als es geschossen hat. Das heißt Angst. Schiss sagen Leute, die zu feige zur Angst sind. Na, Güssel, wo brennt's? Du, Papp, da waren vorhin... Ja, ja, komm, 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 fass meine Hand da rein ins Boot. Setz dich hin. Dahin. Kinder bin ich gerannt. Weiber rennen immer, wenn schießt. Mit dir redet man gar nicht. Also, erzähl, was ist los? 5 Stück waren's. Einfach so rein, ohne zu klopfen und gefragt, ob du da bist. Ich werd verrückt. Feinde? Selber ein Feind. Der Bürgermeister, der Schulmeister, der Gendarm und noch 2 aus dem Kommentiz, Papp. Haltet euch fest, ich häng die Reusen hier auf. Du, haben sie Uniform angehabt? Ja, nicht? Weiß ich, was die anhatten. Mäntel hatten sie an mit Gürtel drum und einen Binden um Arm. Wo was mit Wind drauf stand oder mit Sturm oder so. Nicht mal lesen kannst du. Volkssturm, Mensch. Jetzt noch ein Pfeifchen, dann geht's nach Hause. Tabak riech ich gern. Könntest du mir den ganzen Tag ins Gesicht blasen? Jetzt ist es weg. Was ist weg? Ach, das Schießen, du Blödkopf. Wenn ihr euch anstänkert, fliegt ihr raus. Da! Hörst du, Papp? Gucke, Güssel. Eine Bekassine. Das ist im Dorf. Hübsch, wie die fliegt. Immer im Zickzack. Mensch, jetzt weiß ich, was los ist. Die treiben das Vieh zusammen. Die hauen ab, wenn ihr es genau wissen wollt. Da! Da hörst du? Wetten, dass sie heute nicht schreit? Bei dem Krach? Die ruft. Die hat immer gerufen. Guck mal. Sterne. Wie schnell das geht. Da hinten kommt schon der Mond drauf. Dann wollen wir mal. Sag schon die Fischer ein, Pitt. Ich? Warum denn immer ich, hm? Sollst du das widersprechen? Den Gendarm hättest du sehen sollen, Papp. Wie der Mama angeglotzt hat. Oh. So. Angelangt. Ich hau schon ab. Mama, die Fische bringen. Da hast du dir vielleicht einen Sprössling zugelegt, kann ich dir sagen. Lass mal. So. Warte mal, meine Pfeife ist ausgegangen. Das sag ich dir. Wen ich heirate, der muss den ganzen Tag rauchen. Schon von wegen dem Geruch. Da, was habe ich gesagt? Die ruft. Siehst du, sogar Pitt hat sie gehört. Denkst du, der hört aufs Schießen. Unsinn. Hey, Pitt! Ja? Siehst du? Die Rohrdommel ruft. Ja, doch. Da rennt er. Papp? Die haben gesagt, im Spritzenhaus liegen Gewehre. Kann sein. Kriegt jeder eins? Wer eins nimmt, kriegt eins. Wenn sie bloß Mama keins geben. Mama? Wie kommst du denn da drauf? Weil sie so grantig waren zu ihr. Sind die immer. Musst dir da nichts draus machen. Halt! Wer da? Na, rat mal. Ach, Tobias!
Und der Litschen hast du uns erschreckt. Geht ihr auf den Schnepfenstrich mit den Spritzen? Na, hör mal. Wir sind Streife. Ist doch Alarmstufe 3. Tollen Knast rauchst du da. Pfeifchen gefällig. Wir sind im Dienst. Komm, komm. An der Pfeife Tabak geht so ein Krieg nicht kaputt. Da, hältst du mal eben die Knarre? Leg sie lieber hier hin. Ich verstehe mich nicht auf die Dinge. Wenn das der Ortskommandant sehe. Doch, bloß ein Mensch. Zucker. Zucker. Denkst du, dir geht ein Blumenbeet auf in der Lunge? Ausländischer. Hat's mal in der Kreisstadt gegeben. Muss ja auch verdammt lange her sein. Wie du es nimmst. 12 Jahre können lang sein, 12 Jahre können aber auch kurz sein. Wenn du mir mal einen Beutel von ablassen tätst. Mache ich. Bringst du mal eine Rolle Reusengarn für, von dem Feinen. Da kommst du jetzt endlich. Bei Paulinstadt sind sie durch. Du schusselst hier herum, als gingst du dir deine Runkeln ansehen. Sein Gewehr, Papp. Hey, Franz, deine Spritze. Also, wie oft ich die schon habe hier rumliegen lassen. Na. Nacht, Tobias. Nacht, Franz. Pap? Ja. Alarmstufe 3. Was ist denn das? So eine Regelung. Eine schlimme? Stufen sind nie schlimm. Brauchst ja nicht draufgehen. Hörst du? Da ist sie wieder. Ja, was ist denn? Was machst du denn für ein Gesicht? Bei uns stimmt was nicht. Die Petroleumlampe steht auf der Veranda. Was hat denn die da zu suchen? Und Küche und Wohnzimmer? Alles dunkel. Jetzt sag bloß... Ja, ja, ich komm schon. Zeig her. Lieber Top, die nehmen mich mit. Jeder muss einen stellen für... Kannst du das hier lesen? Da. Warte mal, ich geh an die Lampe. Für die Panzersperre. Ist denn das, Papa? Ja, irgend so ein Ding da. Lies mal zu Ende. Dich wollen sie auch, Top. Der Bürgermeister hat furchtbar geschimpft. Der Gendarm sagt, du bist ein Kollaborateur. Ist denn das? So ein Schimpfwort. Alles? Nee, warte mal. Ach so, hier. Habt ihr denn das Schießen nicht gehört? Bratkartoffeln stehen in der Pfanne, Trude. Piet! Piet! Rauch weg. Was denn jetzt, Pap? Jetzt stellst du mal Musik ein. Und dann schneidest du Zwiebeln für die Bratkartoffeln. Dann machst du 4 Bratfische fertig. Aber anständig schuppen, nicht so wie neulich. Nimm Barsche. Für Mama einen extra großen, hast du gehört? Und du, Pap? Ich geh bloß mal eben ins Dorf. Die Nacht war ruhig und mild. Aus den Mergelgruben nördlich vom Dorf kam Unkenläuten herüber. Hin und wieder torkelte ein träumender Kiebitz vom Nest hoch, sauste erschreckt in den Sternenhimmel hinauf und ließ sich beruhigt wieder fallen. Aber manchmal drehte der Wind auch, und dann war Pferdewiehern und Hundebellen zu hören. Am Dorfrand standen abermals Posten. Sie trugen Röhren zum Panzerabschießen über der Schulter und hatten Äxte und Sensenblätter im Gürtel. Wir unterhielten uns ein bisschen über die Frühjahrsbestellung, dann ging ich ins Dorf. Hier war allerhand los. Die Straße war mit Leiterwagen verstopft, die sie mit Töpfen, Wannen und Bratpfannen behängt hatten. Tänzelnde Pferde wurden in die Deichseln gedrängt, Schweine quiekten, eingemummelte Kinder wurden auf die Wagen gehoben, Schafe blökten, Stallaternen schwebten zitternd über glänzende Milchpfützen. Schränke, Tische, Stühle, Betten und Truhen hatten Beine bekommen und schwanken knarrend über die Höfe. Und dann kam ich zur Bürgermeisterei und sah wieder das Schild. Richtig, Ortskommandantur hatten sie draufgemalt.
Am meisten Betrieb war vorm Spritzenhaus. Da stand unter einer zischenden Karbidlampe der Schulmeister und gab die Patronen aus. Die Patronen lagen lose in einer Kiste. Drei Jungs saßen davor und zogen sie auf Ladestreifen auf. Einer der Jungen war Pitt. Hier, Karl. Hier. Diebold, Karl. Hier. 36 Schuss, Karl. Hübsch sparsam sein damit. Immer genau auf den Mann. Weiter. Wetzler, Richard. Hier. Auch 30. Kannst du laden, Richard? Ach, Gich. Ach, Quatsch, Gich. Gich haben wir alle. Weiter. Wettermacher, Tobias. Sag mal, bist du taub? Stehst vor mir und kriegst den Mund nicht auf? Los, auch 30. Willst du mir mal sagen, was ich soll mit den Dingern? Na schießen, Mensch. Übrigens kannst du ruhig die Pfeife aus dem Gesicht nehmen, wenn du mit mir redest. Oder siehst du nicht die Feldwebeltressen hier auf dem Mantel? Hey, hier geblieben, Pilz. Hier kommst du her. Den brauchen wir zum Patronen aufziehen. Ich brauche ihn zum Abendbrot. Komm, lass uns mal eben durch. Sofort kommst du zurück. Zurückkommen, Wettermacher Tobias. Zurückkommen. Hörst du denn nicht? Der Schulmeister hat gerufen. Auf den musst du hören. Wo geht's denn hier zum Panzergraben? Um die Ecke. Dann fällst du rein. Wo gehen wir denn hin, Papp? Mama holen. Hörst du? Halt! Kenburg! 30 Jahre dreschen wir jeden Dienstag unseren Skat zusammen und jetzt willst du ein Kennwort von mir. Du brauchst eine Brille, Paul. Weißt du, wo Trude ist? Die soll hier irgendwo schippen. Da hinten. Aber es darf niemand hin. Schippt deine auch? Meine? Nee. Siehst du? Komm, Pitt. Aber er hat doch gesagt, dass man es nicht darf. Wenn's um Mama geht, darfst du alles. Guten Abend allerseits. Ella, hast du Trudchen gesehen? Hey Trude, Top ist da. Los, los, weiter schippen. Das gilt doch für dich da. Die kann ich. Kann ich? Nee. Warum nicht? Je, Top, das kannst du aber auch wirklich nicht machen. Abendbrot essen. Los, Trude, beeil dich. Komm, saß mal hin, Pitt. Hilf Mama aus dem Graben raus. Hm? Abendbrot? Bist du verrückt? Mensch, hier wird eine Panzersperre gebaut. Wirklich, Top, ich trau mich hier gar nicht weg. Der Bürgermeister hat extra... Mit wem bist du verheiratet? Mit dem Bürgermeister oder mit mir? Also, Abend allerseits. Je. Bis was passiert. Das sind unsere. Die geben's den Schweinen aber. Hör mal, Mama. Was du jetzt hier überhaupt noch zu suchen hast. Du gehörst lange ins Bett. Ich hab Eltern, Junge. Moment mal. Da, hört ihr? Da ist sie wieder. Ich wäre ja nicht gegangen, Top. Aber die haben gesagt, wer nicht geht, der ist ein Volksverräter. Da, jetzt sammelt der Volkssturm. Jetzt beziehen sie die Auffangstellung. Nimm ihn mal an die Hand, Trude, ist besser. Was das schießt? Den ganzen Tag schießt das schon so. Ist nun mal so im Krieg. Sagt mal, nach was richten das hier? Bratfisch. Hey, hallo, Güsse. Was die sich gleich aufspielt, wenn ich mal einen Augenblick weg bin. Lässt du jetzt los, Mama? Zimtziege, Zimtziege! Naja. Am nächsten Morgen war das Gewehrfeuer so nah, dass man's, wenn der Hahn nicht gerade krähte, schon durch die verschlossenen Läden hindurch hörte. Es war heiß. Ich ging also erstmal in den Garten und fing an zu sprengen. Rings überm Luch verwackelten flimmernde Hitzewellen die Sicht. Und übers Dorf weg und noch ein gutes Stück die Straße entlang hing unbeweglich ein riesiger graugelber Staubwurm. Zur Sonne hin war die Sicht klarer. Über die Wiesen hinweg und über das Luch sah man fern, vom Horizontrand her, eine langgezogene Kette schwärzlicher Punkte sich nähern.
die mehr und mehr die Umrisse von Menschen anzunehmen begannen. Sonst war Frieden. Lerchen dudelten. Der Bussard kreiste. Und auf dem Gartenzaun hockte aufgeplustert ein Goldammerschwarm. Auch im Haus wurde es jetzt langsam lebendig. Trude deckte den Frühstückstisch. Aus dem Badezimmer scholl das Gurgeln von Pitt. Und Güssel rumorte, nach dem Gackern der Hennen zu schließen, im Hühnerstallraum. Willst du endlich vom Nest, Mistkatzer, verdammter? Reinkommen, Frühstück ist fertig. Jei, jei, das schießt. Wie viel hast du denn? Igitte, alles voll Hühnergacke. Was sagst du, Mama? Wie viel? Mindestens 3,9. Quatsch, Gob, Eier, nicht, Mama? 8 Stück. Gib her, ich koch gleich noch ein paar. Morgen, Brötchen. Morgen, Tom. Setz dich hin, Pitt. Pitt, du hast ja immer noch nicht die Nägel sauber gemacht. Und ein Hühnerstall hat auch nicht ausgemistet, der Dreckigel. Du hältst dein Maul. Sag Mund, klingt hübscher. Gib dir mal deine Tasse, Tom. Mensch, jetzt kannst du schon richtig erkennen, dass es eigene sind. Man guckt auf seinen Teller beim Essen und nicht aus dem Fenster. Jetzt tut er schon wieder rausgucken, Mama. Petzlise. Es zankt euch nicht. Die Eier. Tut gucken, wenn ich das schon höre. Nicht mal Deutsch kann sie. Besser kein Deutsch als kein Takt. Mistbolzen. Dusselkopf. Pass auf, dass ich dir nicht die Marmelade ins Kinn schmier. Musst du aber erst noch ein paar Kniebeugen machen. Na. So, da sind die Eier. Habt ihr gehört, was das schießt? Ich sag ja, bis was passiert. Kann ich aufstehen? Wehe. Erst isst du dein Ei. Hui, die halten aber dazwischen. Sofort setzt du dich hin. Sowas. Der ist verwöhnt, der hat zu gutmutige Eltern. Zimtziege. Friss lieber dein Ei auf. Selber hätt Zimtbock. Tod? Hm? Vielleicht sollte man besser die Hühner wegtun. Kannst du machen. Pitt, nimm mich mit auf den See. Ach, du mal mit deinem See. Ich tät gern mitkommen, Reusenflicken. Geh doch. Du bleibst hier. Los, wisch dir das Eigelb von der Nase und komm. Siehst du sie schon ganz deutlich? Ob die richtig auf welche schießen oder bloß so in die Luft? Werden schon auf irgendwas schießen. Hörst du? Der Kerekik. Bestimmt ruft auch heute Nacht die Rohrdomme wieder. Pap? Hm? Ob sie ihn halten? Ob sie wen halten? Wen? Werden ihn schon halten. Und wenn sie weiter so rennen? Wo habe ich denn was? Ah, hier. Du, das sage ich dir. Mit Pfeifenrauchen kannst du gar nicht früh genug anfangen im Leben. Ich ärgere mich über jede Minute, wo ich gedacht habe, ich bin noch zu jung dazu. Papp? Hm? Wenn sie kommen, Pap. Hm? Was denn dann? Los, rein in den Kahn. Hm? Wenn's regnet, wenn's ein Gewitter gibt, was machst denn da? Rennst du raus oder bleibst du im Zimmer? Na, drin bleiben tu ich. Siehste. So, du steuerst, ich ruder. Halt dich fest. Da rüber zum Reusengestell. Na, mehr links. Ich verheddere mich doch sonst in den Seerosen. Mhm. Heute früh hat sie aufgerufen. Na und? So, reich mal das Reusengarn rüber. Hast du für mich nicht auch was zu tun? Kannst dösen. Papp? Hä? Der Schulmeister. Hör mal mit dem auf.
Der Schulmeister hat gesagt, wer seine Vaterlandspflicht nicht erfüllt... Wer seine was nicht erfüllt? Seine Vaterlandspflicht. Was ist denn das? Vaterlandspflicht? Ja. Na so... Was so? So, was? Na ebenso seine Pflicht, nicht? Was so seine Pflicht? Na ich sag doch, seine Vaterlandspflicht. Da siehst du mal, was der Schulmeister für ein Esel ist. Red über was, was er gar nicht versteht. Und diese verdammten Pilze. Die zerschneiden die Spannschnüre wie mit einer Papierschere. Ein Feigling ist der. Wer? Wer seine Vaterlandspflicht nicht erfüllt. Warum? Warum? Ja. Na, weil... Ne? Weil... Na, weil er seine Pflicht nicht erfüllt. Seine Vaterlandspflicht. Ich sehe schon, mit dir kann man über so ernste Sachen nicht reden. Du hast nicht aufgepasst in der Schule. Schmeiße mir mal einen Tabaksbeutel rüber. Na, da auf dem Fischkasten liegt er. Danke. Es dauerte einige Zeit, ehe alle Reusen geflickt waren und wir sie ausgelegt hatten. Verschiedentlich mussten auch erst neue Breschen ins Schilf geschlagen werden. Denn wir waren vor allem auf Hechte aus diesmal. Und die waren nur am Rande zu bekommen. Dann ruderten wir zurück und stiegen den Hang hoch. Ich merkte gleich, irgendwas hatte sich hier verändert. Erst dachte ich, es läge am Wind, aber es war gar kein Wind, es war gar nichts. Nicht mal ein Kiebitzschrei war zu hören. Nicht mal ein Schuss. Nur Stille lag über dem Luch. Und die Stille war wie ein Loch. Ich hoffte schon, die Soldaten wären zum Wald rübergeschwenkt. Doch als wir näher kamen, sahen wir, sie lagen ums Haus herum in Kuhlen und hinter Binsenkuppen in Deckung. Ein paar hatten sich Feuer gemacht. Die durchsichtigen Rauchsäulchen standen steif wie Drahtspiralen im Garten. Die meisten hatten sich ihre Gasmasken, Büchsen und Zeltplanen unter den Nacken geschoben und schliefen. Andere hockten abwesend vor ihren Feuerstellen. Manche lausten sich auch, kochten was oder fischten schwarzgebrannte Kartoffeln aus der Glut. Ich schickte Pitt erstmal nach nebenan und ging in die Küche. Der Tisch war noch mit Trudes Geblümter gedeckt. Berge von Pellkartoffelschalen und Hühnerknochen türmten sich auf ihr. Auch hier hockten sie. Einige waren mit dem Oberkörper auf die Tischplatte gesunken. Einer lag mit der Stirn in einem Fischgrätenhaufen. Im Korbstuhl saß auch einer, wohl ein Offizier oder sowas. Er hatte sich den Helm in den Nacken geschoben, der Sturmriemen saß ihm unter der Nase und er blätterte in Trudes Kochbuch herum. Trude stand schwitzend am Herd. Sie hatte am Brattopf zu tun. Huhn, habe ich recht? Je, Topf. Bloß ein Glück, dass ihr zurück seid. Siehste, alles nichts genützt, dass wir sie eingesperrt haben. Das ist nur schon das Sechste, das ich Ihnen machen muss. Werd mal noch ein paar Zwiebeln holen gehen aus dem Keller, das macht's würziger. Ist doch bloß für Ihren Offizier. Bestimmt mag der es auch lieber scharf. Hey, Papa. Was hast du denn hier im Keller? Ich male. Du malst? Mama hat gesagt, wenn die Hühner schon weg sind, soll ich wenigstens auf die Karnickel aufpassen. Und da habe ich mir einen Block und einen Duschkasten mitgenommen. Hier, gucke, wie findest du das? Toll. Steinpilze, habe ich recht? Na, hör mal. Sind die 6 ermordeten Hühner. Siehst du das nicht? Ah ja, natürlich. Hier in der Ecke ist ja auch deutlich ein Fuß zu erkennen. Was machen Sie denn da unten? Mensch, Papp, der Offizier. Warte, bis er weg ist mit mir, dann schleichst du dich wieder zu den Karnickeln. Schließ ab, hörst du? Ich suche Zwiebeln. Da unten? Der eine hat sie im Keller, der andere auf dem Boden. Wir haben sie im Keller. Reden Sie nicht, kommen Sie rauf. Schade, wäre würziger geworden, ihr Huhn mit einer Zwiebel. Wer siehst, der Krieg wohl zu Ende, was? Vielleicht nimmst du den Rest Muskatnuss dazu. Warum sie nicht Soldat sind, will ich wissen. Geht das Huhn mit Muskatnuss? Hauptsache scharf. Warum sie nicht Soldat sind, verdammt nochmal! So, da wäre ihr Hühnchen. Schönen Appetit auch. So. Da sind die Kartoffeln. Schon mal was von Feigheit vor dem Feinde gehört? Vor wem? Vor dem Feinde! Nee, noch nichts von gehört. Pete! Sofort kommst du rein und wäschst dir die Hände! Sowas.
Lässt sich der Bengel da seelenruhig so ein Schießding in die Hand drücken? Hast du daran Geschmack? Ich sag ja. Bis was passiert. Los, raus jetzt, raus! Habt ihr alle einen Schmack? Was der Knall? Lass den raus! Ist denn los? Warte, 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 weg! Alala! Los! Hey, Sie! Ihre Maschinenpistole! Ups, weg ist er. Schön. Schmeiß ich das Ding aus dem Fenster. Je, je, was können die rennen? Guck mal, Trutchen, ein Panzer. Das ist aber ein Schicker. Gucke doch, und so eine fesche Standarte, wie der vorn dran hat. Was machen denn die Leute da alle drumrum? Siehst du nicht, die schießen. So Unsinn. Bis was passiert. Ist nicht so schlimm. Rennen ja weg, die anderen. Naja, hast du auch recht, bloß ein Glück. Gucke doch. Jetzt geht der Deckel auf von dem Panzer. Du, das ist ein ganz hoher. Was hält er sich denn da jetzt vor sein Gesicht? Ein Fernglas. Ausgerechnet vom Gartentor muss er halten. Legen die sich da schlafen? Die gehen in Deckung. Gott sei Dank. Dacht schon, die wollten auch alle noch mal holen. Gibt ein Gewitter. Guck mal da rüber zum Wald. Je, je. Da knallt sich's aber zusammen. Die armen Kiebitze. Wenn er ihnen bloß keine Eier kaputt fährt nachher. Sag mal, wo ist denn eigentlich Pitt? Pitt? Na, ich hab doch gesagt... Ja, Trude hatte gesagt, Pitt sollte raufkommen und sich die Hände waschen. Aber mit Pitts Gehorsam war das so eine Sache. Der Himmel mochte wissen, wo er sich jetzt wieder versteckt hatte. Weder im Holzschuppen noch unter der Verandatreppe war er. Im Garten sah es aus wie in einer Heereszeugmeisterei. Sogar eine Unterhose und ein paar Schuhe lagen umher. Jetzt fing auch das Gewehrfeuer wieder an. Die Geflohenen hatten inzwischen im Walde Stellung bezogen und schossen von dort aus herüber. Und die um den Panzer herum schossen am Hause vorbei rüber zum Wald. Allmählich fing es an, ungemütlich zu werden. Ich war gerade drauf und dran, wieder reinzugehen, da sah ich Pitt. Er hatte eine Maschinenpistole um den Hals hängen und kroch auf den Panzer zu. Die Maschinenpistole kannte ich. Es war die gleiche, die ich aus dem Fenster geworfen hatte. Nun bin ich an sich gar nicht vor Aufregung. Aber ich muss sagen, in dem Augenblick... Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! Das ist mein Junge! Bist doch wahnsinnig! Wisst ihr, Mama soll unglücklich werden. Weg mit dem Ding. Los, Dalli. Und jetzt nichts wie zurück. Wo ich doch das Vaterland hab verteidigen wollen. Dass du mal nicht deinen Hintern verteidigen musst. Hier, da ist ein Taschentuch. Putz deine Nase. Nochmal, das genügt nicht. Ui, die schießen sich auf den Panzer ein. Hast du gesehen? Da zieht er aber seinen Kopf ein, der Herr General. Top! Top! Oh Mist, da seid ihr ja. Wie siehst du denn aus? Sofort kommst du rein und wäschst dir die Hände. Da hörst du nicht, was Mama gesagt hat? Dreckskerle, das vergeht ihnen schon, das Zurückschießen. Wetten? Ob du heute noch mal reinkommst. Ja, ja, ich komm ja schon. Schön aufgeräumt hast du hier wieder. Was denn? Schon wieder Huhn? Na, das, was der Offizier sich bestellt hat. Oder hätte ich sollen lieber begraben? Kannst du mit den Knochen immer noch machen. Hast du auch wieder recht. Güssel, Mittagessen! Pitt, zeig deine Hände. Na du, aber so gerade. Prima haben die gesessen! Gleich ist mir fällig! Ich zähl bis drei. Ich komm ja schon. Natürlich, wer hat wieder zu meckern? Der Zimtkopf. Du kriegst auch noch mal, was du brauchst. Also... Die Brühe, Trutchen, ein Gedicht. Ist auch Ei dran. Je, je, ich verstehe das nicht. Ist doch leichtsinnig, so ein Rumgeschießen. Er brennt, er brennt, er hat einen Volltreffer gekriegt. Jetzt kann er aber hopsen, der General. Hört ihr? Das ist das Knattern, das ist die Munition. Kommt doch vom Fenster weg. Mir kannst du schon Happen Pudding auftun, Trude. Mir auch, Mama.
Ja, du wart's, bis du fertig bist. Oh, wie der qualmt, wie ein Misthaufen, Herr General. So eine Ferkelei. Jetzt seht euch das an. Das war eine Kugel, durch und durch. Die schöne Schüssel. Der ganze Himmelsaft ist auf der Erde. Ich sag ja. Bis was passiert. Guck mal da, die Armeepanzer. Sollst du das so eine Wörter gebrauchen? Vielleicht gehst du von der Tür weg, legst das Brotmesser hin, ja? Was der für ein Gesicht macht, wie ein Nussknacker. Ich hab eine Familie. Lauter Verräter. Sofort setze dich hin und tunkst deine Soße aus. Pust mal was rüber, Papp. Das riecht. Also für Tabakrauch sterb ich. Water! Get me water! Quick! Wasser! Schnell! Je, je. Der Panzerfritze. Tatsächlich! Der General! Da. Da drüben ist Wasser. Gut. Da. Wunderbar. Das tut gut. So. Es ist mir besser. Ein Handtuch, Trude. Ja, ja, ja. Nicht doch, ein frisches. Das ging noch einmal gut. Ich bin Güssel. Das hier sind meine Eltern. Und der da mit den Sommersprossen und dem Nussknackergesicht, das ist mein Bruder. Mich kannst du auslassen. Ich verbrüder mich nicht mit unseren Feinden. Schämst du dich nicht? Sofort gehst du hin und entschuldigst dich bei dem Herrn. Eher verreck ich. Kleiner Partisan, was? Der redet immer so, der weiß nicht, was sich gehören tut. Haben Sie Hunger? Da ist noch was vom Huhn. Ist ihm was vor? Er denkt, wir haben es vergiftet. Je, je. Bei euch weiß man nie. Da, beiß ab. Ich bin satt. Ich platz, wenn ich reinbeiß. Kannst du nicht, Mama? Nee. Wo ich schon 6 gebraten hab, mir wird schlecht, wenn ich's bloß riech. Aha. Da, beißt du ab. Drauf spucken möchte ich. Na. Geben Sie her, ich beiß ab. Bleiben Sie mir vom Leibe. Da, jetzt zieht er auch noch seinen Revolver. Gangstermethoden, das lieb ich. Hübsch sieht das aus. Ist das Perlmutter auf dem Griff? Gehst du mal sofort von dem Schießding weg? Sowas. Raus mit der Sprache. Wie viel habt ihr bei euch versteckt? Ob ich's ihm sag? Er schießt. 35. Da gehen aber noch die 6 Ermordeten ab. Und die Halbwüchsigen kannst eigentlich auch nicht mitrechnen. Naja, also alles in allem 22. Seid ihr verrückt? Hier im Keller? Ich hätte sie im Stall gelassen. Aber das Geschieß hat sie mir Schucke gemacht. Bewaffnet? Bewaffnet? Geht das? Hühner bewaffnet? Die in Amerika können alles. Ah. Ihr macht euch lustig. Gut. Wo ist Ihre Uniform? Meine was? Ihre Uniform. Meine Uniform? Papp und eine Uniform. Ich platz. Hätte man eine gehabt? Sie waren Partisan. Sie wissen, was mit Partisanen gemacht wird. Bloß nichts Schlimmes. Partisanen werden standrechtlich erschossen. Stand was? Standrechtlich. Rechtlich? Stand auch auf dem Plakat, das am Spritzen aushängt. Marodeure und Plünderer werden standrechtlich erschossen. Oh, die immer mit ihren Schimpfwörtern. Da grummelt's, hörste? Ich glaube, wir tun noch rasch die Mistkratzer rauslassen. Nachher beim Gewitter haben sie bloß Angst. Hast du recht. Stört es sie, wenn die Hühner im Garten sind? Nee, nicht. Los, dann könnt ihr sie rauslassen. Und sammelt schon ein bisschen den Krimskrams im Garten zusammen. Sie bleiben hier. Keine Bange. Will nur das Radio einstellen. Mir ist noch Musik. Nee, nicht doch, Kinder, was Netteres. Na schön, in Gottes Namen. War übrigens ein merkwürdiger Mensch, dieser General. Ich konnte tun im Haus, was ich wollte. Überall hin kam er mir nach, bei allem sah er mir zu. Redenswert hat er jetzt nicht mehr. Und die Pistole hat er auch wieder weggesteckt. Doch was heißt schon schweigen, wenn einer misstrauisch ist? Seine Leute hatten draußen auf der Veranda eine Funkstelle errichtet. Hin und wieder kam einer rein und brachte ihm einen Befehl oder einen Bericht oder sowas. Aber er las das Zeugs kaum. Er nickte nur abwesend, legte die Hände auf dem Rücken zusammen,
lief auf und ab, beobachtete die Kinder im Garten, beobachtete Trude, beobachtete mich, lauschte mal auf den leiser werdenden Gefechtslärm, betastete dann wieder fachmännisch die Angelruten im Vorraum und ließ sich schließlich seufzend in den Korbstuhl fallen und blätterte in Trudes Kochbuch herum. Das Gewitter war inzwischen näher gekommen. Das brachte mich auf eine Idee. Ich nahm einen Spaten und ging in den Garten. Regenwürmer für die Aalschnüre suchen. Denn kein Grundfisch steigt so gern wie der Aal bei Gewitter. Das Panzerwrack rauchte noch. Es sah jetzt wie eine große verrostete Sparbüchse aus, der man den Deckel aufgeknackt hat. Auch ein Stück vom Zaun war verkohlt und die Tür der Karnickelbucht war von einer MG-Salve durchsiebt. Na, sie war ja sowieso morsch gewesen. Die Karnickel hatte Güssel ja runter in den Keller gebracht. Überm Luch war wieder alles beim Alten. Lerchen stiegen, Kiebitze schossen Kobolds. Und in weit ausholenden Spiralen schraubte der Bussard sich eine schwefelfarbene Wolkenterrasse hinauf. Auch der Garten sah jetzt wieder manierlich aus. Güssel und Pitt hatten das herumliegende Soldatenzeug eingesammelt und dem kokelnden Panzer zwischen die Raupen geworfen. Nur die Granattrichter im Erdbeerbeet störten noch etwas. Aber da war schließlich auch was gegen zu machen. Ein paar Dutzend Schippen voll Erde für jeden und der Schaden war wieder behoben. Na, seht ihr vielleicht noch ein Loch oder sowas? Ein Loch? Abgründe sehe ich. Wobei du vergessen tust, dass es eigene waren, die das Erdbeerbeet so kaputt gehauen haben. Eigene? Du bist auch so eine eigene mit deinem Ami-Fimmel. Besser ein Fimmel als Schiss. Selber Schiss. Aber nicht vor dir. Ruhe. Du gehst dir einen Spaten holen, du besorgst dir eine Büchse. Los, Dalli, ehe das Gewitter kommt. Geht die? Eine Gasmaskenbüchse. Nun, warum nicht? Gehen wir auf Aale, Papp? Ja. Kann er mitkommen? Wer er? Wer? Natürlich der Nette, der Dings, der General oder was der ist. Kommst du denn da drauf? Na, weil er so nett ist. Hast du gesehen? Hast du gesehen, wie er rüberschielt? Wer? Na, wer? Dein Gangstermensch. Verbitte ich mir, ja? Vorhin hat er vorm Spiegel gestanden und Papps Lodenhut aufprobiert und gesäuft. Seufzen Gangster vielleicht? Nee, aber sie klauen anderen Leute die Hüte. Vielleicht passt ja auf. Ja, da ist dir eben ganz dicker vom Spaten gefallen. Na, siehst du jetzt, fressende Henne. Mensch, da kommt er. Feine Erde. Bloß sauer. Kalk fehlt dem Boden. Dem Boden fehlt Ruhe. Und Mist. Aber die Bauern sind geizig, die bleiben drauf sitzen. Da kriegt einer. Danke. Sehen Sie, den hätte ich ganz übersehen. Wofür nehmt ihr die Würmer? Zum Angeln. Forelle. Haben wir hier nicht. Doch, ein paar gibt's, aber die gehen nicht auf Wurm. Als Kinder haben wir Forellen immer mit Drahtschlingen gefangen. Mit Drahtschlingen? Geht das? In Amerika machen die alles. Man muss nur Acht geben, dass der Schatten nicht auf sie fällt. Tu ich mir aufregend vorstellen. Das ist es auch. Da kriecht wieder einer. Warte. Wohin damit? Hier, in die Büchse. Danke. Forellen mit Draht. Typisch. Ein Aalwetter, wie es im Buche steht. Besser kann's gar nicht sein. Reinkommen! Kaffee trinken! Hier ist der Edge! Gerstenkaffee und Pflaumenmusbrote, wenn Sie Appetit drauf haben. Sure. Ich habe sie vorhin einen Partisanen genannt. Der Mensch irrt sich. Trotzdem, ich habe sie nicht beleidigen wollen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Thanks. Da ist Zucker und da ist Milch. Ihren Leuten habe ich schon was gegeben. Ist fein, euer Brot. Selber gebacken. Nicht? Das schmeckt man. Und wo ist denn Pete? Er hat satt, sagt er. Er wäre kein Kollaborateur. Der immer mit seinen gedrechselten Wörtern. Nehmen Sie noch Kaffee? Sure. Da ist Zucker. Da ist noch ein Rest vom Pudding, vom Mittag.
Thanks. Wollen Sie sich auch eine drehen? No, ich habe selber Tabak. Es ist merkwürdig, Sie rauchen den gleichen wie ich. Das war aber ein Blitz eben über dem Wald. Hast du gesehen, Pap? Wollt ihr wirklich noch auf den See fahren? Unbedingt. Bitte? Was meinst du, wie heute die Aale hochkommen? Na schön. Und Pitt? Wo steckt denn der überhaupt? Hörst du nicht? Jetzt hackt der Holz? Der kann nicht dafür. Lass mal. Komm, Gessel, dann musst du eben rudern. Wenn ich Ihnen vielleicht helfen kann. Sie? Bitte, Pap, wo doch immer so nett ist. Ja, können Sie rudern? Glaube schon. Und eine Schleppangel bedienen? Das wird schon gehen. Gut. Dann hängen Sie sich mal den Mantel hier um. Ach, sehen Sie doch mal nach. Da müssen noch meine Hausschlüssel drin sein. Hier. Ich gehe durch die Hintertür. Sollten die Boys nach mir fragen, ich bin in einer halben Stunde zurück. Halt, warten Sie doch, ich komme mit. Top. Wenn es nur wieder anfängt zu schießen? Nimmst du Pitt und sperrst ihn ins Wohnzimmer. Aber es schießt nicht. Vorhin war der Krach unten, jetzt ist er oben. Was möchtest du denn zum Abendbrot, Top? Und vielleicht ein paar Pfannkuchen, Trotchen? Gut. Aber komm nicht so spät, hörst du? Und mach dem Dings da, dem General und seinen Leuten auch ein paar mit. Natürlich. Für wen hältst du mich denn? Na? Was macht dir Arbeit? Keinen Spaß machen tut sie, dass du es genau weißt. Was keinen Spaß macht, solltest du sein lassen. Gerade jetzt lasse ich's nicht. Schön, hättest du uns mit auf den See können. Kommt der Dings auch mit? Welcher Dings? Nur dieser... Also der. Ja, der kommt auch mit. Dann kannst du mir gestohlen bleiben mit deinem Drecksee. Das war für einen Drecksee. Oh. Und wenn du beim Abendbrot auch wieder schwänzt, habe ich letzte Mal mit dir geredet in dieser Woche. Pap! Pap! Hä? Hab nichts gesagt. Nein, wirklich. Nochmal. Hat Papp mir geschnitzt. Damit kann er jeden Vogel nachmachen. Aber ich schaff's noch nicht. Was ist das? Das ist der Karikik. Wer ist das? Der Karikik, der Rohrsänger. Very nice. Und das? Das sind doch Enten. Ja, die zanken sich. Schießen tut's auch wieder. Der Karikik ist mein Lieblingsvogel. Papp seiner ist die Rohrdomme. Und wann ruft die? Da müssen Sie Papp fragen. Die sollten Sie erst mal hören. Da kommt ja Papp. Hallo, Papp. Hallo, Güsse. Sie können schon das Wasser rausschöpfen. Ich hol eben noch die Ruder aus dem Versteck. Rohrdomme. That's funny. So, da bin ich. Hier ist die Büchse mit den Regenwürmern. Stellen Sie sich doch mal ans Heck. Los, Güssel, beeil dich, ehe der Regen losgeht. Komm ja schon. Festhalten! Du ins Heck, Güssel. Zieh schon die Würmer auf. Sie rudern, los. Okay. Ob sie heute ruft? Bestimmt ruft die heute. Mehr links. Noch mehr.
Gut. So, jetzt stopp. Hier werfe ich das Grundblei aus. So. Weiter. Langsam, langsam, sonst reißt die Schnur weg. Nicht so weit links. Rechts gegendrücken. Rechts, rechts, Mann. So, gut. Nu, klar, geradeaus. Das ist ein toller Himmel. So was Schönes habe ich selten gesehen. Links, 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 Mann, links. Wir hauen hier ins Schilf rein. Sorry. So ist schön. Nur immer hübsch geradeaus jetzt. Was ist das da für ein Vogel? Da auf der abgestorbenen Erle. Eine Rohrweihe. Die wartet auf U-Kreis. Eine Spur mehr rechts. Und noch mehr. So, gut. Ruhig mal. Das war sie. Die Rohrdomme? Ruhig doch. Da. Na, habe ich nicht recht? Die muss man hören. Rudern, los Mensch, wir verheddern uns mit den Schnüren. Ruhig, nicht so hastig. So. Bei so einem Wetter zu rufen. Fun. Och, das macht der nichts. Die ruft jeden Tag. Als Hörspiel der Woche brachte Radio Bremen »Das Haus am See« von Wolf-Dietrich Schnurre. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Tobias Wettermacher, Wolfgang Golisch, Trude, seine Frau, Inge Schmidt, Pitt, ihr Sohn, Adi Lödel, Güssel, ihre Tochter, Cornelia Boje, Offizier, Hans Krüger, Gendarm, Ernst Rottluff, Streifenposten, Josef Kantner und Herbert Steinmetz, Schulmeister, Kurt Strehlen, General, Heinz Klevenow. Toningenieur Günter Becker, Schnitt Günter Seidenberg, Regieassistent Walter Schilling, Regie Oswald Döpke.